Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Schauhütte Archäologie meldet sich zurück von den Shetland-Inseln mit einem neuen Videoblog zu unserem begeisternden Tink-Projekt, The Assembly Project auf Englisch. Ich habe die große Freude und Ehre, Ihnen einen der Leiter dieses Projektes vorstellen zu dürfen, und zwar Dr. Frode Iversen aus Oslo. Guten Tag. In Norwegen, der hier dieses Projekt federführend zusammen mit Alexandra Sandmark und Natascha Mehler betreut. Und ich werde Herrn Iversen gleich einige interessante Fragen stellen zu diesem Projekt und auch zu diesem Platz, wo wir uns hier befinden. Ich werde das auf Deutsch tun, er wird auf Norwegisch antworten und ich werde versuchen, Ihnen das dann ins Deutsche zu übersetzen. Frode, es wäre schön, wenn du etwas erzählen würdest über den Hintergrund dieses Projektes. Was ist euer Ziel? Was wollt ihr erforschen? Ja, vi altså 7 forskere som har fått midler fra EU og HERA, og vi skal undersøke tingplasser i Nordeuropa og hvilken rolle de spilte i utviklingen av kongedømmer i middelalderen. Ja. Also er sagt, es sind insgesamt 7 Wissenschaftler, die hier über das HERA-Projekt der Europäischen Union die Gelder bekommen haben. Und Ziel ist es zu untersuchen, die Struktur der Tinkplätze in Nordwesteuropa und welche Rolle sie für die Gesellschaft gespielt haben innerhalb der einzelnen Siedlungsareale. Ja, wir stehen hier an einem Ort, nachdem ich Ihnen das letzte Mal Tingwall schon etwas näher gebracht habe, wo wir geomagnetische Untersuchungen gemacht haben. Dieser Ort hier heißt Dale und gehört zum Distrikt Dale-Ting, und da sehen Sie, da steckt schon wieder das Wort Ting drin. Und wir nehmen an, oder Herr Iversen nimmt an, dass sich an diesem Platz, wo wir hier jetzt stehen, von der Wikingerzeit bis ins Mittelalter hier auch die Angehörigen dieses Dale-Tings getroffen haben zu einem Ting. Frode, kannst du etwas sagen über diesen Ort, wo wir uns hier gerade befinden? Was vermutet ihr hier? Was ist möglicherweise hier zu erforschen? Ja, rett bak oss her har vi Gullanes, som vi da mener skal være selve tingplassen. Og her oppe, hvis du filmer der, så ser vi Dale Farmstead, altså bosetningen. Og ut her så har vi fjorden, hvor folk har kommet fra dette administrasjonsområdet. De har kommet inn hit, de har kommet over landeveiene bak, og så har de møttes her på denne tingplassen, som har, og gården hvor den ligger, har gitt navn til dette området. Så det har vært en viktig plass. Mm-hmm. Also es war ein sehr wichtiger Platz, ein zentraler Platz direkt hinter uns. Die Marie filmt gerade, aber hinter der Marie ist der eigentliche Tinkplatz offensichtlich gewesen, eine halbinselartige Landzunge, die hier reinragt. Dort oben lag eine Kirche, eine historisch belegte Kirche, die auch in der Zeit sehr weit zurückgeht, also da, wo der Hof heute steht. Die Kirche selber existiert nicht mehr, und vor uns der Fjord. Und Frode nimmt an, dass also bei diesen Ting-Versammlungen das Volk sowohl vom Wasser her als auch vom Landweg hierher kam, hier an diesen Ort, und hier eben Ting-Versammlungen abgehalten hat. Es gab sicherlich einen Weg zur Kirche hoch, der eine Verbindung geschafft hat hier zum eigentlichen Ting-Platz. Frode, vielleicht noch kurz, wie muss man sich das vorstellen? Wie sah das aus, wenn die Leute hierher kamen? Gibt es da Quellen? Gibt es da eine Überlieferung? Was kann man sagen? Wie lief sowas ab, wenn also hier viele Leute zusammenkamen? Wie oft sind sie zusammengekommen? Haben sie hier längere Zeit gewohnt oder sind sie gleich wieder nach Hause gefahren? Wie muss man sich das vorstellen? Ja, det jo en av de tingene vi lurer på, men jeg vil tro at de møttes her kanskje en gang i måneden, og at alle som eide jord var pliktige til å komme på disse tingsamlingene. Og dette systemet det varte trolig opp til kanskje 1600-tallet når det forsvant, men det har vært en muntlig tradisjon videre om at disse stedene har vært brukt. Vi tror at det kan ha vært noen, kanskje 100 mennesker som har møttes her. De har kanskje vært her en dag, kanskje noen ganger på de større tingstedene i flere dager. Og da har de lagt mat, de har kanskje hatt små plasser for telt. Kanskje har det vært en avgrensning av selve tingplassen, sånn at en vet hvor det vi kaller for et vedbånd, altså en slags demarkasjon, en avgrensning. Og i tillegg så kan vi kanskje forestille oss at det har vært kanskje benker eller steder som tingsmennene har benyttet seg av, hvor de har sådde, og kanskje litt ildsteder, og kanskje også en liten forhøyet plass inne på selve tingplassen. Mm-hmm. Das war jetzt natürlich ziemlich viel an Information. Wir versuchen das zusammenzufassen. Also Frode denkt, dass es so war, dass
wohl einmal im Monat die Angehörigen hier der großen oder der größeren Siedlungen zusammenkamen. Das war wohl auch verpflichtend für die teilzunehmen, hierher zu kommen. Und man muss sich das dann schon so vorstellen, dass mehrere hundert Menschen hier zusammenkamen, eben wohl einmal im Monat, die dann hier natürlich auch vielleicht zum Teil übernachtet haben. Das heißt also, es ist möglich, dass sie ihre Zelte aufgebaut haben, dass sie Feuer gemacht haben, dass sie sich versorgt haben mit Essen, dass auch die wichtigen Leute in diesem Ting, das heißt die Gerichtsversammlung an sich, also die hochstehenden Herrschaften, die also Recht gesprochen haben, hier auch übernachtet haben, mit vielleicht auf Bänken geschlafen haben und Feuer gemacht haben. Nicht auf Bänken, nein? Nicht geschlafen, aber nein. Man hat die ganze Sache auf Bänken, nur unter selber Rechtsverhandlungen. Ah ja, okay, also dass sie sich natürlich irgendwo hinsetzen mussten, um dann zu verhandeln. Das wurde also nicht im Stehen gemacht, sondern sie haben tatsächlich gesessen dafür. Und natürlich sind solche Strukturen auch Strukturen, die uns als Archäologen interessieren und die möglich sind zu finden. Vielleicht zum Abschluss noch, Frode. Wie schätzt du die Bedeutung der Kirche ein in Bezug auf den Tingplatz? Was hat die Kirche, was spielt die für eine Rolle? Denn Sie wissen wahrscheinlich auch, dass natürlich hier im 9. Jahrhundert die Norweger, die hier rüberkamen, wenn überhaupt nur ganz peripher christianisiert waren und die Christianisierung dann der Skandinavier, also der Norweger, doch erst etwas später, vielleicht im 10., 11. Jahrhundert auch zumindest zum Abschluss kommt. Wie muss man sich das Verhältnis vorstellen mit der Kirche zum Tingplatz? Kann man darüber etwas sagen? Ja, altså forbindelsen mellom kirke og ting det litt uklart hvordan det egentlig har vært. Vi vet at mange kirker i Skandinavia også har vært brukt som tingplasser. Kirkebakken, og kanskje en kunne forestille seg at en... vi vet lite om relasjonen mellom kirke og tingsted, egentlig utover at en del kirkesteder har vært brukt som tingplasser. Das wäre auch eine interessante Frage, nicht wahr? Ja, ja, das ist ja. Also er sagt, dass man relativ wenig weiß über die Verbindung zwischen dem Tingplatz und der Kirche, wie das nun genau ausgesehen hat. Man kennt das auch aus anderen Gegenden Skandinaviens natürlich, die Verbindung von Kirche zum Tingplatz. Aber wie genau das nun zu erklären ist und wie das abgelaufen ist, auch darüber weiß man natürlich relativ wenig. Und auch das wäre ein interessanter Ansatzpunkt für ein Projekt, zumal die Kirche also hier in Dalting, in Dale, nicht mehr existiert. Das wäre also auch ein interessanter Platz zum Ausgraben. Ich denke, wir haben jetzt eine ganze Weile gesprochen und damit lassen wir es auch erstmal gut sein. Frode, vielen Dank für die Ausführungen zu diesem Projekt und wir hoffen natürlich, dass das auf Ihr Interesse gestoßen ist und wir noch einen kleinen Videoblog mit Alexandra Sandmark machen können, der anderen Leiterin dieses Projektes. Wir bedanken uns recht herzlich, Frode und ich, und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal.